Hi liebe Leute, ich bin's und es geht weiter mit der nächsten Lektion beim Hinterradversetzen. Ihr habt euch jetzt das Schritt für Schritt herangearbeitet, ihr fühlt euch wohl auf dem Vorderrad, ihr habt das Gefühl für die Bremse, ihr könnt Stoppy machen, ihr könnt Nosewheelie machen. Dann geht ihr dazu über, beides zu kombinieren. Das heißt, ihr macht erst einen Stoppy, sprich ihr macht euch klein in einem Hang, dann zieht ihr die Vorderbremse und macht euch dabei groß. Für einen kurzen Moment blockiert das Vorderrad komplett. Und dann, anstatt jetzt das Hinterrad einfach fallen zu lassen, lässt ihr die vordere Bremse noch etwas schleifen. Und diesen Moment müsst ihr spüren. Erst das Vorderrad blockieren lassen und dann weiter die vordere Bremse schleifen lassen. Schon habt ihr einen kurzen Weg, quasi Stoppy to Nosewheelie. Dieser Schritt ist existenziell für das Versetzen des Hinterrads, weil wir mit der Methode arbeiten, dass das Hinterrad dem Vorderrad folgen soll. Und es funktioniert nur, wenn ab einem gewissen Punkt das Vorderrad sich auch weiter bewegt. Das passiert natürlich in einem Trail, in dem ihr bergab fahrt. Da reichen auch nur wenige Zentimeter. Weil ihr in der letzten Vorübung vor dem Versetzen seid, überprüft nochmal die Punkte. Hängt eure Ferse, bevor ihr den Stoppy to Nosewheelie startet. Wie ist das? Wandert der Sattel unter euch nach vorne, wenn ihr das Hinterrad hochkommen lasst? Wie fühlen sich die Finger an? Sehr kontrolliert, dosiert oder habt ihr das Gefühl, manchmal ist es noch etwas abgehakt? Das sind Dinge, die ihr überprüfen müsst und dann könnt ihr auch den nächsten Schritt weitergehen. Wenn ihr das Ganze übt im Wald, werdet ihr merken, man bekommt ein Auge dafür, wo der Boden genug Grip hat. Das heißt, wenn ihr total losen Schotter oder Matsche habt und ihr versucht das Ganze, kann auch euer Vorderrad wegrutschen. Ihr werdet aber sowohl jetzt beim Üben als auch nachher im Trail schnell erkennen können, wo ist Grip da und wo kann ich das Ganze starten. Ihr habt gemerkt, ihr müsst mehrere Dinge, die ihr einzeln geübt habt, nun zusammenfügen. Erst den Stoppy, dann den Nosewheelie hinzufügen, dass man noch weiter rollt auf dem Vorderrad, auch nur wenige Zentimeter. Übt das, spürt das und dann geht es weiter zum Versetzen.